Ja, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von unserem Minecraft Mod Hardcore Projekt. Und ja, ihr seht, ich bin full dir. Es hat sich einiges getan, denn ja, ich habe viel im Stream gespielt. Ich habe aber auch jetzt viel Offscreen gespielt. Musste einfach sein, sage ich mal so. Lag aber daran, dass ja, ich eigentlich so gut wie nur noch mit Traden zu tun hatte. Und das ist im Stream langweilig. Das ist auch im Video langweilig, deswegen habe ich das immer mal offscreen gemacht, so auf ganz entspannt. Und ja, sage ich mal, habe zwei Eisenfarmen gebaut, einmal die hier drüben und einmal die. Allerdings sind da nur vier Villager jeweils drin, weil keine Ahnung wieso, egal wie viel Brot ich dort reinschmeiß, es gibt keinen neuen Nachwuchs. So, ist aber nicht so schlimm, sie funktioniert trotzdem einigermaßen gut, sage ich mal. Und ja, was werden wir heute machen? Ihr seht, ja, ich bin relativ gut ausgerüstet und ich habe mir gedacht, ey, komm, lass jetzt in das End gehen und den Enderdrache besiegen. Hat den Grund, da, ja, da unsere Base ja recht weit oben gelegen ist, würde ich schon lieber eine Elytra haben, wenn wir anfangen dann mit Bauen. Weil ich, ja, ehrlich sagen muss, da sind wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen geschützter. Und ja, dadurch, dass wir im End natürlich auch recht gute Rüstung finden können, wäre es mir natürlich auch lieber, dass wir da so den ein oder anderen Stuff mitnehmen, damit wir das dann, ja, praktisch noch mit unserer Rüstung kombinieren können. Ich habe meine Rüstung jetzt auf, ja, Full Schutz 4, wie man sieht. Chestplate habe ich gleich noch auf Reparatur Mending gemacht, weil einfach hatte ich einmal da. Ja, genau, die Hose Schutz 4 und die Stiefel auf Schutz 4. Allerdings muss ich sagen, hätte ich gewusst, dass das Verzaubern, ich habe mir einen Verzauberungstisch, einen Level 30er Tisch gebaut, hätte ich gewusst, dass das so entspannt ist, hätte ich natürlich auch schon eher verzaubern können, weil du machst das Item rein, wenn da ein scheiß Angebot ist, dann nimmst du das Item wieder raus, machst es wieder rein, hast du wieder ein anderes Angebot für die Verzauberung und das finde ich echt ziemlich OP und geil. Aber ja, so hatte ich leider diesen Krampf die ganze Zeit mit diesen scheiß Villagern hier zu traden. Wir können mal kurz drauf schauen. Ich habe 90.000 Sticks gecraftet. So, darunter fallen hier die verschiedenen Holzsorten, wie ihr seht, 26.000, 6.000, 4.000 und, also ja, ich habe definitiv was gemacht und ja, ihr seht so meine Ausrüstung, mit dieser Ausrüstung werden wir ins End gehen. Wir haben hier ein Diamantschwert mit Hinterhalt 1, Plünderung 3 und Schärfe 4, insgesamt 9,5 Attack Damage, ist auf jeden Fall gut. So, da haben wir noch in Stärke 3 Bogen mit Schlag 2 und Haltbarkeit 3. Das ist praktisch der Bogen, den ich von einem Villager getradet habe, halt nur nochmal kombiniert. Und ja, habe jetzt hier einfach noch eine Axt mit oder so allgemein Werkzeug, was man so hat. Übrigens brauchen wir ja Weinmeiner eigentlich gar nicht, weil durch die eine Mod können wir Bäume eigentlich auch so klar hauen, aber ich muss sagen, ist trotzdem sehr entspannt und bockt auf jeden Fall. Ja, noch eine Spitzhacke, goldene Karotten vom Villager, Raketen, falls wir eine Elytra finden sollten, Kürbis auf jeden Fall essentiell, vor allem in diesem Projekt. Noch mal ein paar Backup Enderperlen, ein Obeer Goldapfel, den habe ich vorher noch gefunden. Und ja, Proportions, Stärke 3, Direktheilung 2, Feuerschutz, Regeneration und sanfter Fall. Alles sehr, sehr gute Potions, die wir definitiv auch brauchen werden. Und ja, auf jeden Fall hier genügend Pfeile. Wenn ihr euch fragt, ja, wieso kam keine Folge, wo wir im Nether sind und uns das ganze Stuff hier ranholen für das End. Als ich die erste Eisenfarm dort gebaut habe, war ich unter der Erde und habe dort Steine gesucht und da war so ein Goblin, so ein Kobold, so ein kleiner, mit dem man traden konnte. So für, auch für Emeralds und ja, da habe ich meine ganzen Emeralds genommen und habe mal so geschaut, was der so hatte und er hatte tatsächlich Enderperlen und Lohnruten. Und da habe ich gedacht, ja komm, sparst du dir dieses Drama mit dem Nether, weil ist ja sowieso nicht raus, ob wir da lebend wieder rauskommen. Und lieber im End gescheitert, als schon im Nether, sage ich mal so. Und ja, deswegen
habe ich mir das gleich ertradet, so haben wir auf jeden Fall wesentlich Zeit gespart. Wir werden uns jetzt hier, ja, ein paar Enderperlen machen. Wir machen 16 Stück, einfach weil wir es haben. Wir haben nochmal hier genügend Backup und dann würde ich sagen, reden wir gar nicht so lange rum, schmeißen die erste Perle und es geht Richtung Ozean. So, es wird natürlich auch dunkler, aber ist kein Problem. Wir haben hier unseren Schlafsack und wir haben auf jeden Fall auch noch ein Boot, damit wir hier schnell rüber traveln können. So, wie ihr auch seht, ich habe zwar viel getradet, ich war zwischendurch auf, glaube ich, 72 Leveln, aber ja, 72 Level sind zwar viel, ich meine, durch das Verzaubern und den ganzen Spaß ging das natürlich wieder rapide runter, sodass ich dann ab und zu mal. Oh, hier ist sogar ein Outpost. Hier ist sogar ein Outpost. Das ist natürlich wichtig und richtig. Dann machen wir mal einen Raid, wenn wir aus dem End wiederkommen. Auf jeden Fall habe ich jetzt nur noch ein Level, aus einem bestimmten Grund, oder das hatte auch einen Grund, wieso ich jetzt so mit wenig Leveln rein starte. Weil wenn wir den Enderdrache erlegen, bekommen wir wieder recht viel EP. Und da Minecraft da so ein bisschen behindert ist, was die Level-Sache angeht, muss ich sagen, ist das ja scheiße. Wenn wir von Level 0 den Enderdrache killen, bekommen wir, glaube ich, 50 bis 70 Level. Und wenn wir da mit 70 reinstarten, dann würden wir, keine Ahnung, gefühlt nur 10 Level mehr machen. Und das ist ja letztendlich dämlich. Weil 10 Level genauso viel wert sind wie auf 80 als auf 10 Level. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen finde ich das ein bisschen dumm. Deswegen finde ich jetzt, es ist eine gute Idee gewesen, hier mit wenig Leveln reinzustarten. Ah, wunderschön. Guckt euch diese Kiste an. Zwei Diamanten. Ein Totem of Undying. Oh, herrlich. Unsichtbarkeit brauchen wir nicht. Direktheilung nehmen wir auch nochmal mit. Zack, zack, kommt alles hier rein. Es geht zurück, Freunde. Freunde, es geht Richtung Stronghold. Wir gehen zurück. Wir sind jetzt sogar 2 Kilometer vom Spawn entfernt. Ich wusste gar nicht, dass sie aus dem Boden wieder rauskommen. Okay, cool. Aber ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass sie aus dem Boden rauskommen. Also entweder liegt das an irgendeiner Mod oder ich. Ich habe die Dinger immer so in den Boden reingesammelt und irgendwann hatte ich da keine mehr. Deswegen weiß ich gerade nicht, woran das genau lief. Ah, guck mal, hier ist er doch schon, der Kollege. Hier ist er doch schon. Freunde, wir sind im Rennen. So. Haben auf jeden Fall uns nochmal ein paar Blöcke hier besorgt, was natürlich auch nicht schlecht ist. Und ja, ich hoffe natürlich, dass ihr ein bisschen was seht, weil ich habe leider keine Nachtsichtpotion dabei. Und das weiß ich. Guckt euch diese Ratte an. Guckt euch diese Ratte von Creeper an. Also wirklich. Und wir haben ihn instant gefunden. Ein Auge steckt. Okay, wir bekommen hier immer noch so einen Broken Spawner. Den brauchen wir eigentlich nicht, weil wir können da eh nichts mit anfangen. Aber Freunde, es geht in den Endspurt. Was heißt Endspurt? Wir sind eigentlich noch am Anfang vom Projekt. Aber es geht rein. Wir holen uns unsere Enderperlen. So, sanfter Fall nehmen wir auch hier in die Hand. Wir nehmen unser Totem in die Hand. So, Freunde, wir sind im Stronghold. Jetzt müssen wir hier nur noch heil rüberkommen. Das ist natürlich jetzt gerade für mich als Bedwars-Profi. Hey, gar kein Problem. Würde jetzt auch hier am liebsten fast bridgen, oder wie die Schatten. Also, ich sagte, wenn der hier gleich einen Angriffsflug. Ach, Digga, das. Hat er verfehlt, die Hütte? Also wirklich, ich bin noch nicht mal da und er attackiert schon, gell? Da könnte ich ihm auch in den Rachen reinkotzen. So, wir sind am Start, meine lieben Freunde. So, jetzt heißt es, die Türme zerschießen, die übrigens in dem Modpack wunderschön aussehen. Okay, warte mal. Guck mal. Ah, chillig. So, meines Erachtens nach ist das Vieh jetzt bereit zum Angreifen. Wir können uns hier nochmal eine Stärke-Potion reinhauen. Was brauchen wir noch? Regeneration brauchen wir erstmal nicht. So, und jetzt. Ja, gut, das war.
Ich sollte eventuell erst mal regenerieren, bevor ich hier wie ein Meister wieder reinplatze. So, ich denke mal, mit Bogen sind wir auf jeden Fall hier auch nochmal gut. Wir nehmen uns auf jeden Fall erstmal auch das Zeug hier mit. Keine Ahnung, ob wir das irgendwie mal irgendwann brauchen werden. Aber lieber haben als brauchen, sag ich mal so. Noch haben wir Stärke drin. Er guckt natürlich genau zu uns. Okay, wir haben ihn definitiv richtig gute Hits reingedrückt. Hauen wir uns doch hier nochmal Direktheilung rein. Okay, das Ding sollten wir easy kriegen. Und wenn nicht, spielen wir das Ding ganz locker, flockig mit dem Bogen runter. Aber das Ding holen wir mit nach Hause. So, Freunde, der allerletzte Schuss. Und wir haben den Kollegen erlegt. Sehr, 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 sehr schön. Jetzt heißt es erstmal XP in Massen. 39, okay, haben wir 44 sind wir jetzt. Ich hoffe mal, wir finden noch ein bisschen mehr. 48, okay, schade, schade, schade. Ja, das Ei müssen wir natürlich auch noch irgendwie transportiert bekommen. Deswegen habe ich auch eine Fackel mitgenommen. Ne, war eigentlich nur Glück, dass ich eine Fackel mitgenommen habe. Aber, ja, wir haben das Drachenei. Auf jeden Fall schon mal wichtig. Ja, dann würde ich sagen, machen wir einfach weiter mit dem Nether. Holen uns dann noch eine entspannte Elytra. Und wie ist dämlich, kann denn so ein Ding spawnen, Alter? Ehrlich. Also wirklich, das ist ja schlimm, was ich mich eben frage. Haben wir keine Schuppe bekommen? Man bekommt... Ich habe in der einen Vorstellung doch gesagt, wir bekommen Schuppen. Oder war das, oder in der Folge habe ich das ja auch mal gesagt, dass wir eigentlich so eine Schuppe bekommen. Nee, wir haben sie auch nicht im Inventar. Na, das ist ja jetzt blöd. Das ist ja jetzt richtig, richtig scheiße. Das heißt, wir haben den Enderdrache zwar erlegt, aber wir haben keine Schuppe bekommen. Das heißt, wir sind genauso wieder am Anfang wie vor dem Enderdrache. Und das ist nicht so geil. Das ist echt scheiße, weil ich hatte schon gedacht, geil, wir haben jetzt wenigstens schon mal einen Teil davon.